So, ich habe jetzt nochmal neu geladen und mich hier nochmal kurz hingespielt. Ja. Also ich habe jetzt mein. Da, das, da ich nicht der, da ich der Meinung bin, dass das jetzt nicht ganz so Warte mal. so eine gute Investition war mit dem Schmieden, bin ich aber überlegen, ob ich das Geld nicht in was anderes investiere. Ob ich jetzt nicht irgendwie was lerne, wie nochmal Trophäen holen oder ob ich nicht in bessere Ausrüstung investiere. In noch sowas wie Blutfliegenflügel und so machen, aber ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Und ich weiß halt, oder ich weiß halt nicht, ob er mir die Sachen abnimmt. Hey. Weil es bringt mir nichts, Trophäen zu holen, die ich dann bei ihm nicht verkaufen kann. Was hat denn der eigentlich so? Schwarzes Wolfsfell. Clown. Er verkauft die natürlich alles weitaus teurer. Kannst du mir was übers Jagen beibringen? Klar, warum nicht? Blutfliegen, Flügel, Giftdrüsen. Ich könnte eh nur die Flügel noch nehmen. Ein Lernpunkt, 100 Gold. Ach komm. Wie reißt man einer Blutfliege die Flügel aus? Um der Drohne oder einer Blutfliege ihre Flügel zu berauben, muss sie sanft packen und sie im rechten Winkel nach oben reißen. Mit etwas Glück beschädigst du sie dabei nicht. Okay. Okay. Also das habe ich schon mal. Dann kann ich nachher auch mal, kann ich auch mal, nachher mal gucken, wenn ich dann weiter runtergehe und da ein paar Blutfliegen klatsch, ob ich dann bei ihm die Trophäen abgeben kann. Ich glaube es jetzt mal nicht, weil die Feldräuberzange nimmt er jetzt auch nicht. Aber die kann ich dann, wenn dann eher in der Stadt bei seiner Frau verkaufen, die alles annimmt, was man an Jagdtrophäen so hat. Jetzt gucke ich aber erstmal noch, dass ich hier an den anderen Tafeln noch diese Steckbriefe von dem Alchemisten aufhänge, damit ich die Quest dann auch fertig habe. Und ich muss dem Müller helfen bei seiner Dingens. Bei seiner Sache. Mit seinem Mühlrad. Bei dem seine Mühle ist hier ja. Die mühlt nicht mehr so gut. Und die ist ja irgendwie irgendwo blockiert. Ich hoffe nicht, dass ich da kämpfen muss. Um das zu schaffen. Die Schuhe. Die Säcke da hinten sehen mir ein bisschen sass aus. Das nicht. Das ist auch nicht. Es würde da hinten was drin sein. Aber da liegt nichts. Schade. Da hat jemand einen Stein rein, einen Kieselstein vor allem. In der Mühle, in einer Mühle wie einer Mühle. Okay. Wenn Mühle nicht gleich Mühle ist. Oswald. Das Rad wurde ausgeräumt. Steine haben die Schaufeln blockiert. Ich musste einfach alles herausziehen. Vielen Dank, mein Sohn. Danke dir so sehr. Ich bin schon zu alt für solche Sachen. Hier ist deine Belohnung, aber trink nicht alles auf einmal. Oh, 5, oh. Oh, 35 Gold, nice. Der Müller ist ein Netter.
Der ist auf jeden Fall ein Freund. Honig, deshalb im Haus. Da hinten ist ein Lurker. Ich würde gerne die ganzen Bauern verprügeln. Oh, hey, was schleichst du hier so rum? Whoop. Fass mit Wasser. Wessen Meinung zählt hier? Dumme Frage. Die von Herr Ramsey natürlich. Ihm gehört ja schließlich Silbach. Er wird derzeit von Albin vertreten. Wenn du also Probleme machst, wird er sich darum kümmern. Ach, ich guck mich die ganze Zeit an. Hier, da ist der weirde Ratte. Die Frage, fällt es auf? Ich speichere mal, okay? Ich speichere jetzt mal. Was suchst du hier? Geh! Finger weg da! Okay, das war jetzt nicht so gut. Cool. Ja. Also... Zur kleinen Erklärung, es hat anscheinend nicht angenommen, dass ich hier die Pause beendet habe, beenden wollte. Ich habe die Truhe jetzt nicht nochmal geknackt. Und ich habe hier, war hier aber in einem anderen Haus. Oh, well. Also, ich habe hier versucht, Pete zu provozieren, weil ich habe eben, im anderen Haus habe ich hier Käse und ein bisschen anderes Zeug rausbekommen. Und ich habe so ein Bauernauflaufrezept gefunden, das ich schon gelernt habe. Die Sache ist halt nur... Oh, mein Verbrechen wurde gemeldet, okay. Jawohl. Das war es. Vorhin habe ich Pete problemlos besiegt, okay. Und ich habe ihm hier Käse gegeben, weil ich ja Käse hatte. Und ich hatte hier zwei Käse aus einer Kiste bekommen. Und er hat ihm zwei Käse gegeben, warum auch immer. Den Käse will ich wieder zurückhaben. Aber mich haben halt dann die anderen Bauern angegriffen und dann die Wache. Und ja, es ist dann ein bisschen schwierig geworden. Aber ich lasse es vorerst mal. Pete bekommt noch, was er verdient. Dafür, dass ich ihm zu viel Käse gegeben habe. Er war zu gierig, er hat einfach meinen Käse genommen. Ich wollte es nicht tun. Der Käse ist eigentlich teuer. Der Botenjunge. Schulden bezahlen. Behandlung für Jorn, 3 Wacke für den Alchemisten. Habe ich doch schon gemacht. Achso, ich muss wahrscheinlich jetzt das Buch lesen, oder? 10 Lernpunkte. Die habe ich noch. Alchemie zu lernen ist es auch nicht so verkehrt, hätte ich gesagt. Dann gehe ich wieder zurück zu Bodovin. Mal gucken, was der mir so zu sagen hat. Nachdem ich jetzt sein Zeug erledigt habe, habe ich echt gescheiterte Missionen? Nein.
Will noch gucken, wer hier Waffen verkauft. Ich probier's mal, okay? Nice, er hat's nicht gemerkt. Er hat ja auch eine Leiter an der Wand. The fuck? Aber er hat hier keine Kiste. Oh doch, da hat er eine Kiste. Nimm deine Pfoten da weg! Ah. Warum? Warum bemerken die denn das so instant? Ich habe ja alle Aushänge verteilt. Aushänge? Was für Aushänge? Oh ja, ich habe mich damit gerechnet, dass du die Sachen in den Griff bekommst. Hier für deine Mühen. Okay, cool. Schon wieder hättest du mich fast in den entscheidenden Moment bei der Zubereitung des Trankes unterbrochen. Das Glück, dass der Trank für deinen Bruder fertig ist. Du musst ihn nur noch probieren. Aber es ist auch ein Trank für meinen Bruder, warum soll ich ihn trinken? Wenn du dich nicht dafür interessierst, ob das Gebräu irgendwelche Nebenwirkungen hat. Okay, gib ihn mir. Und fühlst du eine Veränderung? Nein, überhaupt nicht. Es sieht aus, als würde das Mittel wirken. Vielleicht zeigen sich die Symptome erst später. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, es ist nur... Es gibt da eine Sache, die mich stört. Siehst du dich immer wie ein Scavenger an, wenn du Gäste hast? What? Ein Scavenger? Oh, ihr Götter. Was ist los? Faszinierend. Ich glaube, irgendwas ist... Nein. Was ist passiert? Ganz ruhig, Junge. Sieht so aus, als wäre die Dosis zu stark gewesen. Ich muss die vor weiteren Experimenten etwas abschwächen. Wie lange war ich bewusstlos? Ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht mitgezählt. Kannst du mir endlich einen Trank von meinem Bruder geben? Ja, wo habe ich ihn nur hingetan? Also auf dem Boden findet er den bestimmt nicht. Nur gibt es noch eine Sache zu klären. Ein Trank wie dieser ist nicht billig. Wie viel? Schauen wir mal. Du bist die Scavenger losgeworden. Du hast mir beim Testen des Tranks geholfen. Du hast die Zettel für mich verteilt. Mach 40 Goldstücke draus. Ist das dein letztes Angebot? Ist wieder mit Preis vereinbart, wenn das Leben deines Bruders auf dem Spiel. Es geht nur um ein paar Goldstücke. Hier ist dein Gold. Okay, jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. So ein richtiger Lobart. Jetzt habe ich eh nicht mehr genug. Genug Gold.
Wait, ich habe jetzt schon vorhin fast über 200 Goldstücke gehabt. Okay. Interessant. An der Stelle auf jeden Fall. Ich habe aber noch das geklaute Zeug aus dem Haus von dem Ramsey. Oh, und er ist ausgeruht. Nicht mehr so wenig Leben. Ist auch schon mal eine gute Sache. Dann kann ich gleich zu Jorn gehen und ihm das geben. Oh, jetzt stehen aber eine Menge Leute im Gasthaus. Ich hoffe, der ist oben. Und ich muss mit Ezekiel reden. Okay. Ich muss auch die Leiche seiner Tochter zurückholen. Es ist einfach Tag 12. Was ist denn das für eine Logik? Ach nein, der ist ja in Dingens. Der ist ja bei... Ist er bei dem Onkel? Was machen all diese Leute hier? Am besten sprichst du mit deinem Onkel darüber. Was ist passiert? Soweit ich weiß, gab es einen Einbruch, aber ich kenne keine Details. Du bist endlich wieder da. Wo warst du denn, als man dich am meisten gebraucht hat? Was ist passiert? Jemand ist eingebrochen, hat meine Hütte verwüstet. So ist es passiert. Ist ja auch in Ordnung? Siehst du, hier ist das Problem. Jorn ist verschwunden. Was soll das heißen, er ist verschwunden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, weiß so viel wie du. Als ich zur Hütte zurückkam, fand ich sie verwüstet und keine Spur von Jorn. Wenn das so ist, musst du das jemanden melden. Keine schlechte Idee, aber wie ich sie kenne, bezweifle ich, dass sie ohnehin ohne offiziellen Befehl von oben einen Finger rühren. Die einzige Person, die wirklich was dagegen tun kann, ist der Dorfälteste. Schließlich ist er derjenige, der alle Entscheidungen in Silbach trifft. Wenn du schon dabei bist, frag doch mal herum. Ich kann nicht glauben, dass niemand gesehen oder gehört hat, wie sie so einen großen Kerl aus der Hütte geschleift haben. Willst du uns schon loswerden? Ich verstehe dich. Du hast schon so viel für uns getan. Ich würde sogar noch mehr für euch tun, aber ich muss im Moment an deine und meine Sicherheit denken. Es wird sicherer sein, wenn du früher oder später in die Stadt gehst. Ich werde mich nicht von hier wegbewegen, bis Jorn gefunden ist. Mach, was du willst, aber Silbach ist kein sicherer Ort. Wie kommst du darauf, dass die Stadt ein sicherer für mich ist? Acholos ist eine riesige Metropole, und die unterschiedlichsten Menschen landen dort. Selbst für Neuankömmlinge ist es leicht, sich einzufügen und ein neues Leben anzufangen. Außerdem bieten reguläre Einheiten der Stadtwache einen besseren Schutz als eine Handvoll Wachposten. Hast du irgendwelche Feinde im Dorf? Und wie kommst du auf die Idee, dass ein alter Fischer wie ich irgendwelche Feinde haben könnte? Vielleicht, weil ich dich seit einem Dutzend Jahren nicht mehr gesehen habe? Es ist wahr, früher hätte ich extrem unfaire Konkurrenz, aber ich bin schon lange aus dem Beruf raus. Außerdem ist Jorn verschwunden, nicht dich. Glaub mir, Junge, wenn mich jemand umbringen wollte, hätte er schon längst die Gelegenheit dazu gehabt. Wie soll ich nach Jorn fragen?
fangen wir den Wachen an. Wenn er tatsächlich entführt und aus dem Dorf getragen wurde, dann muss einer von ihnen etwas gesehen oder gehört haben. Du kannst auch die Dorfbewohner und deine Gefährten fragen. Ein paar Schaulustige haben sich bereits hier versammelt, also kannst du mit ihnen anfangen. Ich hab dir gesagt, dass ich zu Bodovin wegen dem Heilmittel ging. Es scheint, dass sie meine Hütte schon lange beobachtet haben. Sie wussten genau, wann die Hütte leer sein würde. Wo warst du während des Einbruchs? Ich ging zum Gasthaus, um Tee mit Spirituosen zu holen. Jorn bekam Fieber, also dachte ich, es würde ihm helfen. Woher weißt du, dass es mehrere waren? Sieh dir nur dieses Durcheinander an. Glaubst du, ein einzelner Mann kann eine ganze Hütte in so kurzer Zeit auf den Kopf stellen? Kein Wunder, Ist dir nicht in den Sinn gekommen, dass ein Dieb nicht so leicht eindringen könnte, wenn deine Hütte eine verschlossene Tür hätte? Es ist ein ruhiges Dorf, in dem jeder jeden kennt, oder zumindest war es so, bis du angekommen bist. Dann begann durch Zufall die seltsamsten Sachen zu passieren. Du denkst, wir sind Diebe? Nicht du und dein Bruder, denn ich kenne euch und vertraue euch. Aber das kann ich von den anderen nicht behaupten. Warum sollte jemand deine Hütte zerstören? Ich bin nicht so dumm, mein ganzes Erspartes in der Hütte zu lassen. Sobald ich vor deiner Ankunft erfuhr, habe ich mein hart verdientes Geld gut versteckt, nur für den Fall. Trotzdem hat jemand meine Ersparnisse gefunden. Was fehlt? Zwei der Beutel, die ich für regnerische Tage aufbewahrt habe, sind verschwunden. Wer auch immer es war, muss gewusst haben, was er tat. Warum glaubst du, dass meine Gefährten hinter dem Einbruch stecken? Ist das nicht offensichtlich? Die meisten von ihnen sehen aus wie eine Bande von Gaunern und in ihren Augen liegt Ärger. Ich muss jetzt los. Wenn du etwas herausfindest, findest du mich beim Ältesten. Ich hoffe nur, dass Jon gesund und munter wiederfinde. Das hoffe ich auch. Kapitel 2. Ohne eine Spur. Hey Remy. Ich kann ihn gar nicht fragen. Wie ist der Job des Metzgers? Und wie soll es aussehen? Nehme den Kadaver eines Mallrats oder eines anderen Wildschweins und verwandle ihn in Fleisch. Da steckt nicht viel Philosophie dahinter. Oh, ich habe ja noch Fleisch, das ich verkaufen kann. Stimmt. Hier für dich. Mallrat-Fleisch. Nice. Okay, der kann mir nichts sagen. Rupert. Weißt du etwas über Jorns Verschwinden? Ich weiß nur, dass er verschwunden ist und kurz Hütte verwüstet wurde. Ich bin als einer der Letzten hierher gekommen. Hast du in letzter Zeit nicht etwas oder jemand Verdächtiges gesehen? Die meisten Einheimischen sehen mich mit verdächtigen Augen an, wenn du das meinst. Aber wenn ich wetten müsste, wer hinter dem Einbruch stecken könnte, dann wäre es Fabio. Warum glaubst du das? Schon auf dem Schiff hat man gemerkt, dass er deinen Bruder nicht sonderlich mochte. Er starrte ihn an, als wollte ihn umbringen. Außerdem hat Fabio im Gegensatz zu dir keinen Onkel hier, der ihm alles besorgt, was er braucht. Danke, ich werde mit ihm reden. Er war einer von euch, da bin ich mir sicher. Warum sollte einer von uns dahinter stecken? Das ist ganz einfach, das Dorf war friedlich, bis ihr, die Störenfriede und Schurken, aufgetaucht seid. Gestern hat ein Mann namens Fabio einen unserer Jungs im Gasthaus verprügelt, weil ihn einfach nur angestarrt hat. Der Idiot hätte ihn umgebracht, wenn nicht einer der Wachposten schnell reagiert hätte. Wir sind auch nicht gerade begeistert von Fabio. Wenn nicht er, wird jemand anderes auftauchen. Jetzt Raubüberfälle und Diebstähle, später bewaffnete Raubüberfälle und Randstiftung. Wir haben das schon einmal durchgemacht und ich sage es noch einmal. Je schneller du hier raus bist, desto besser. Darf ich ein paar Fragen stellen? Normalerweise bin ich derjenige, der andere befragt, aber schieß los, was willst du wissen? Hast du Jon in letzter Zeit gesehen? Der Name sagt mir nicht viel, aber ich glaube, ich habe ihn mit dir gesehen, als du die Straße zum Weinberg hinuntergingst. Warum fragst du? Das ist mein Bruder. Ich bin vor kurzem mit ihm ins Dorf gekommen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs wohnt er in der Hütte von Kurt, unserem Onkel, und alles bedeutet darauf hin, dass er entführt worden ist. Entführt? Klingt ziemlich unwahrscheinlich. Ich finde es auch schwer zu glauben, aber die Fakten sprechen für sich. Ich würde an deiner Stelle keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich kann dir versprechen, dass ich dich informieren werde, wenn ich etwas über deinen Bruder herausfinde. Sollte es tatsächlich um eine Entführung handeln, kann leider nur die Stadtwache helfen.
Was weißt du über diesen Einbruch? Nicht viel mehr als du, nehme ich an. Ich bin nur hierher gekommen, nachdem Victor mich hergerufen hat. Sprich mit ihm, vielleicht hat er mehr zu sagen. Danke für die Information. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich fühle mit dir, das tue ich wirklich. Danke, aber anstelle von Mitgefühl könnte ich ein paar Informationen gebrauchen. Weißt du was über den Einbruch? Vor einiger Zeit kam Kurt zu mir und bat mich um einen Geistertee. Er sagte, dass es Johann noch schlechter gegangen sei und er wieder im Delirium ist. Ich bat Martha, das Gebräu zuzubereiten und ging los, um nach Hause zu sehen, wie es seinem Bruder geht. Kurt betrat die Hütte als erster. Sobald er die Schwelle überschritt, begann er links und rechts zu fluchen. Ich rannte hinter ihm her und sah das Gemetzel und Johann war weg. Du hast nichts Verdächtiges gesehen? Nein. Ich glaube nicht. Wenn es eine Entführung war, dann muss diese Person wissen, was sie tut, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Außenseiter war. Es ist kein Geheimnis, dass die Einheimischen uns nicht mögen. Du verdächtigst keinen von uns? Ich war hier ein paar Leute, die uns von Zeit zu Zeit Ärger machen, wie Rico oder Otto. Die Leute im Dorf sind eher ruhig, was das angeht. Bekommt ihr oft Besuch aus der Stadt? Ziemlich oft, zumindest war das bis den letzten Regenfällen so. Jetzt ist es etwas weniger häufig. Die Pfade sind gefährlich und Banditen sind überall. An deiner Stelle würde ich mit den Wachen reden. Wenn es ein Besucher war, müssten sie ihn gesehen haben. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, es ist nicht viel, aber wenn du noch etwas brauchst, melde dich bei mir. Okay, die Rest sind einfach nur Leute, die keinen Namen haben. Du hast keinen wirklichen Namen. Wer ist das eigentlich? Mike, wie läuft? Wer bist du? Ich kenne dich nicht, lass mich in Ruhe.